Die 1Live Videokrone ist eine Krone, mit der Menschen geehrt werden, die im Netz so erfolgreich Videos produzieren, dass sie dafür unglaublich viele Likes, Favs, Shares, Gruschels, Anstupser, treue Herzen, Payback-Punkte und alles mögliche andere noch sammeln. Und einen von denen, nämlich den erfolgreichsten, möchten wir jetzt auszeichnen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einen jungen Mann, den wir speziell dafür eingeladen haben. Ein sehr charismatischer, ich möchte sagen sehr attraktiver junger Mann, der nach eigenen Ausgaben vom Internet extrem viel Ahnung hat. Ja, er ist der, ich sag mal, schönste Mann Kölns auf jeden Fall. Wäre ich ein paar Jahre jünger und dementsprechend auch schöner, ich würde sofort mit ihm durchbrennen. Bis nach Hürth. Hier ist Dennis. Guten Tag, ihr Ottos. Ja, Mann, laber nicht. Ja, guten Tag, mein Name heißt Dennis, ich bin 41 Jahre alt und ich arbeite gerne mit Menschen. Ja. Ey, voll die Stars, so habt ihr gesehen, so Kollega und so, Sido, Material, alle sind so da, so, ne? Ich weiß es nicht, so. Ja, und ich soll hier heute ein ich habe da was vorbereitet. So, kein Stress hier. So. Sehr geehrte Damen und Herren, wer kennt es nicht? Das Internet. Ja, ist so. Das. Oh! Habt ihr gesehen, der Beek, ey, der sieht voll reich aus. Wie ein Fußballspieler, ey. Wie Ian Robin mit Bart, so, ich weiß es nicht. Der Otto. Das Internet ist schon sehr alt, wie genau weiß keiner. Auf jeden Fall ist es älter als Menschen, Tiere oder Curry King. Das Internet ist auch sehr groß. Wenn man das ganze Internet lesen will, würde das bestimmt mehrere Stunden dauern. Vielleicht auch sogar einen Tag, aber jetzt übertreibe ich auch irgendwie. Im Internet kann man sich aber auch verschiedene Videos anschauen. Also, nicht die Videos. So Milf und so, nicht? Die anderen, die lustigen. Ja, und ein paar Leute, die ihre Videos ins Internet reingebracht haben, so, können heute von 1Live ein Krone geschenkt bekommen. Ja, warum kriege ich nie was geschenkt? Ist egal. Auf jeden Fall, hier sind die Nominationen. 1Live, Videokrone 2014. Ape Crime. Schon wieder! Neben meinem Grundstück telefonieren, das gilt ja wohl wahr. Die sind doch ein Krimineller. Jan Böhmermann. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Adi. Ich hab mal wieder im BDM eingekauft. Ich hab mir deswegen gedacht, ich mache heute einen Haul. Inline-Skates und Schnapparmband. Vereinen wir beim Raven ein geteiltes Land. Ich bin blank, ich hab kein Geld mehr auf der Bank. Die Lochis. Und Kohle kann ich mir nicht mehr holen. Du musst ein Arschloch sein. Oh, oh. Dann ist dein Leben voller Sonnenschein. Oh, oh. So ab mit der Maske, weg mit dir, denn ich bin so ein Mensch wie ihr. Meine Augen! Ah! Joyce Ilk. Und, wie war ich? Schlecht wie immer. Also dein Bruder, der hat echt die besten Gene abbekommen. Der kommt mehr auf deinen Vater. Gelegentlich, bin ich ganz ehrlich, schaue ich mal einen Porno im Internet an. Aber dann nur Lesbenfilme. Hä, warum antwortet der denn nicht? Der ist doch online, das sehe ich doch. Hallo? White Titty. Ich bin verdammt normal. Ich bin verdammt normal. Verdammt normal. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht von jedem hier die Mutter. Hey, hast du gerade mich Hurensohn genannt? Meine Mutter ist ein Hurensohn, oder was? Was? Hab ich überhaupt nicht Was ist denn hier? Kannst du nicht meine Mama ein Hurensohn nennen? Hashtag Facebook Girl entdeckt. Megan Fox Hashtag hoch 2. Ich werde die
direkt dabei. Hashtag komm doch mal vorbei. Dabei high sein, hein, dabei sein, nächste Runde rückwärts, Herz, Herz. Wollte ich immer schon mal machen. So, ein Ausbildungsplatz hier bei 1Live hat gewonnen, gucken wir mal. Sie kennen das Internet, haben das Internet zumindest verstanden. Wer zeichnet verantwortlich für die beste Videoperformance im Netz 2014? Die 1Live-Hörer haben entschieden. Joyce Ilk, Ape Crime, Jan Böhmermann, nicht mehr dabei, wer wird's? Lass die Affen aus dem Zoo. Ape Crime, das ist ein Musik- und Comedy-Trio. Da seht ihr es mit YouTube-Channel. Platz 7 sind sie der meistabonnierten YouTube-Kanäle. Über 1,8 Millionen Abonnenten. Glückwunsch, Otto. Ja, vielen Dank. Wir haben natürlich am Anfang aufgerufen, dass man für uns voten kann. Und dadurch ist sowas Krasses passiert, dass richtig viele Leute echt gewotet haben. Hat uns sehr überrascht. Vielen Dank für dieses Ding. Mehr kann man nicht sagen. Dankeschön. Danke. Kein Wunder, dass so viele gevotet haben. Sie haben über 250 Milliarden Aufrufe mit ihrem YouTube-Schnäppel. Mit Comedy haben sie angefangen, mittlerweile sind sie auch Chartmusiker. Ihr Album Affenbande hat es geschafft auf Platz 3 der Charts.